Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf Dalbert TV. Vergrabene Vorräte, Stufe 3 im Ödland. Da sind wir. Ich habe hier zu Testzwecken drumherum mal ein bisschen aufgeräumt, die Autos leer gelootet, die Bäume weggemacht. Ich will mal gucken, ob wir hier jetzt gleich neue Bäume reinbekommen. Machen wir nicht lange rum. Los geht's. Neue Bäume sehe ich jetzt nicht. Mit den Autos irgendwas passiert? Auch nicht. Okay, also diese Quest hier scheint nicht wirklich was zu resetten. Außer wahrscheinlich den Fußboden, wenn da was wäre. Oh, da hinten ist ein Zombie-Bär. Mal überlegen, ob ich die erst wegräume. Was ich auf jeden Fall mache, ist mich... Ja. Da ist noch ein Zombie-Bär. Gut, wenn ich jetzt anfange, hier alles wegräumen zu wollen, dann werde ich wahrscheinlich nie fertig. Da stelle ich mir... Wobei, der hier ist schon ziemlich nah dran. Stelle ich mir hier meine beiden Türmchen schon mal auf. Dann bin ich wenigstens vorgewarnt. Und dann gucken wir mal, ob wir diesem Zombie-Bären ein bisschen Schleichschaden verpassen können. Habe ich gerade einen Zombie-Bären one-hitted? Nee, der steht noch. Oh. Da war noch einer. Da ist er. Wieso hat der abgelassen? Hundi auch noch. Komm her. Das war blöd. Und den räume ich jetzt auch noch weg. Wenn ich einen Bolzen habe. So, jetzt ist aber wirklich Ruhe im Karton. Und was wir noch machen, bevor wir anfangen, ist einmal das Dartpfeilenpaket aufmachen. Haben wir hier nochmal dreimal Pfeilenbuch. Dann haben wir was, ein Schalter, eine Druckplatte, Eisendart, Munition und drei Dartpfeilen. Okay, da muss ich mir auch noch überlegen, wie ich die mit einbaue. Machen wir jetzt nicht mehr weiter rum, sondern packen den Erdbohrer aus und buddeln mal los. Ah ja, okay. Oh, hier ist ja eine massive Horde an Zombies. Also die sind schon ein bisschen actiongeladener hier, die Mission, muss ich sagen. Da ist es doch. Ja, ich würde mich drüber freuen, wenn ich es nicht schon hätte. Oha. Das sind ein paar mehr diesmal. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, Airdrop Nummer 1, aber ich glaube, wir machen doch erst die Munitionskiste auf. Vielen Dank dafür. Und was kriegen wir? Wir kriegen einmal ein Gefechte in der Stadt Buch, was wir nicht mehr brauchen. Und nochmal zwei Kisten mit anderen Büchern. Machen wir die einmal kurz auf hier, die Bücherkiste. Die können wir alle lesen. Zweimal Roboter, zweimal Vorschlaghammer und zweimal Bogen. Eine Desert Vulture Paket, das ist doch die Waffe hier, oder? Machen wir auch auf. Da ist eine 5er drin, die verkaufen wir. Aber die drei Bücher nehme ich. Nächster Airdrop. Da haben wir eine Bücherkiste, zweimal Kochen, zweimal Robotik, zweimal Fallen und ein Fernkampf-Mods-Paket. Oh, sehr schön, noch ein Trommelmagazin. Und der nächste Airdrop. Wir haben zweimal Handwerk, elektrisch, zweimal Handfeuerwaffen und nochmal zweimal Roboter. Sehr schön, ein Roboterbuch noch. Dann baue ich mir eine Drohne. Und was haben wir hier? Noch ein paar Fernkampf-Mods, noch ein Trommelmagazin. Herrlich. Kurzer Zwischenstopp bei Händler Joel. Da werden wir uns jetzt mal alle Booster reinziehen, was so Kaufpreise angeht. Dann ziehen wir uns gerade noch drei Shotgun Weekly Bücher rein, zwei Fallenbücher, zwei schwere Rüstungsbücher, drei Tech Planet Bücher, eins reicht uns schon und die drei. Und zwar habe ich gesehen, dass der Gute hier für uns hat ein Blasebike, eine Solarzelle, kostet jetzt nur noch 23k, die hat eben 50k gekostet. Dann kaufe ich ihm natürlich auch die komplette Betonmischung ab. Nächster Airdrop, Nahkampfmod, so wie es aussieht. Und natürlich auch nochmal Bücher, Gewehre, Bögen und einmal Nahkampfmods. Da ist jetzt nichts dabei, was ich unbedingt nehmen würde. Halbe Weltreise durchs Ödland haben wir gemacht.
Und zwar sind wir hier unten zu der Schatzkarte von Raphael gefahren. Die werden wir jetzt mal gerade ausbuddeln. Geh mal wieder Richtung Westen und fangen hier an. Oh, ist der hell. Boah, diese Geier im Müllplan, ne? Ihr trefft mich alle nicht. Doch, tu dir. Ey, sag mal. Haben die eine Ausweichfunktion bekommen, die Jungs? Und tschüss. Oh, vielen lieben Dank für die Wiederherstellung. Da ist er. Komm schon. So, jetzt. Tonnenweise Munition. So, dich räumen wir einmal weg. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind zu dem Airdrop hier neben der Stadt gekommen. Ich bin jetzt einfach hier diesen Berg runtergerasselt. Hat teilweise ziemlich lange gedauert, aber hat trotzdem geklappt. So, dann haben wir hier noch eine schöne Munitionskiste. Vielen Dank dafür. So, nochmal ein paar Bücher. Zweimal Knüppel. Zweimal Messer und zweimal Handfeuerwaffen und ein M60 Maschinengewehrpaket, was uns nochmal drei Sturmgewehrbücher gibt und eine schöne Waffe zum Verkaufen. So, damit haben wir jetzt alle Airdrops, die hier in der Gegend waren, erstmal weggemacht. Ja, dann zeig mal her, was du zu bieten hast. Dann gehen wir mal nach Geldwert. 216, 900, 110, 600. Dann wird's die Knarre. Besondere Aufgaben. Handelsroute öffnen. Dankeschön. Hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Stufe 4. Stromzufuhr wiederherstellen. Ist alles so weit weg. Wir nehmen erstmal die 700 Meter. Stufe 4. Jetzt wird's auf jeden Fall schon mal interessant. Aber auch erst in der nächsten Folge. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Abos, die Likes und die Kommentare. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn wir uns hier in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.